Tausende Menschen haben am Samstag auf Teneriffa gegen den Massentourismus protestiert. Die Demonstrierenden forderten die zu Spanien gehörende Insel auf, die Zahl der Touristen vorübergehend zu begrenzen, um den Boom bei Kurzzeitvermietungen und Hotelbauten einzudämmen. Damit soll der Wohnraum für Einheimische bezahlbar bleiben. Die Demonstrierenden hielten Plakate mit der Aufschrift in die Höhe: Die Menschen leben hier oder wir wollen nicht, dass unsere Insel stirbt. Sie forderten Änderungen in der Tourismusbranche, die einen Großteil des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet. Unter den Demonstrierenden befanden sich auch 6 Menschen im Hungerstreik, die in Rollstühlen an der Versammlung teilnahmen. Es sei keine Botschaft gegen die Touristen, so dieser Demonstrant, sondern gegen ein Tourismusmodell, das dem Land nicht gut tue und geändert werden müsse. Auch auf anderen kanarischen Inseln fanden Demonstrationen statt. Etwa 2 Dutzend Umweltorganisationen hatten dazu aufgerufen. Die Organisationen verlangen, dass die lokalen Behörden die Besucherzahlen vorübergehend begrenzen, um den Druck auf die Umwelt, die Infrastruktur und den Wohnungsbestand der Inseln zu verringern. Auch der Immobilienerwerb durch Ausländer solle eingeschränkt werden. Die Inselgruppe mit ihren 2,2 Millionen Einwohnern wurde 2023 von 14 Millionen ausländischen Touristen besucht, 13% mehr als im Jahr zuvor.